Hallihallo, Hallöchen. Herzlich willkommen zum neuen Video von mir. Diesmal mit dieser tollen Form von Molds & Shapes. Die turbulente Wasserform. Das kann man optimalerweise mit Mica-Pulver bestreichen und dann mit Schwarz aufgießen. Das kommt mega toll raus, aber ich möchte gern einfach einen anderen Effekt ausprobieren. Und zwar, ich nehme jetzt mal den Farbton Aquamarin. Und das Resin, den Pigmentdrop in Black von Stefanie Etter. Pigmentdrop in Weiß. Und wo ist es jetzt? Das Interference Pearl. Wo ist das denn jetzt? Ja, Interference Pearl. Machen wir da eine Mischung und versuchen Web-Effekt zu zaubern. Das ist der Plan. Hier ist noch nichts drin von den Farben. Es sind nur gebrauchte Becher. Jetzt schauen wir mal. Ich nehme jetzt hier mal mein Schwarz und tropfe da mal. Oh je. 1, 2, 3, 8 Tropfen mutig rein. Ich hoffe, dann kommt noch ein Effekt durch. Ich hoffe, das ist nicht zu stark. Bei dem Weiß nehme ich auch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Tropfen. Oh, 11. Das kann sein, das ist ein bisschen heftig. Das weiß ich noch nicht. Ich mische mir diesmal keine Farbe selber zusammen, sondern ich nehme fertiges Resin-Ink, das Aquamarin. Ich denke, das passt gut zum Wasserthema. Schauen wir mal, wie es wird. Hier gebe ich noch ein bisschen Perglanz Pigmentpulver rein. Und dann noch die Tropfen Aquamarin. So, ich schaue einfach mal, wie es wird, ob es mir da von der Mischung her gefällt. Machen wir mal das hier. Also einfach einmal gut rühren. Passt auf, wenn ihr Pulver dabei habt, dass es euch nicht rausstaubt. So. Und alles mit Pulver oder Pigmentdrops oder Pigmentpaste immer gut verrühren, damit ihr keine Klümpchen habt. Das platzen dann sonst diese nicht gut vermischten Teilchen irgendwann auf und dann habt ihr wirklich leider Gottes Punkte. Die Farbe sieht ja mal mega aus, die gefällt mir schon mega gut. Ich hoffe, dass der Effekt so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Es ist gar nicht so viel drin, wie es aussieht, aber der Becher, der wird immer voller, weil ich das restliche Harz immer drin haben lasse. So. Ein Experiment in dieser Form. Ich habe die schon normal probiert. Ich wollte Wellen-Effekt reinmachen, aber irgendwie hat mir das alles nicht so gefallen. Ich habe es dann mal gelassen, habe sie auf die Seite gepackt und jetzt dachte ich so, oh oh, jetzt gibt es ganz viele neue Formen mit dieser Struktur, mit dieser Wasserstruktur. Jetzt muss ich ja dann mal auch mal was probieren, damit ich auch was zu präsentieren habe. Ich habe noch so ein, zwei Ideen, aber jetzt mache ich erstmal hier diesen Web-Effekt. Ich probiere das einfach mal aus. Ich weiß jetzt auch gar nicht, ob ich genügend angemischt habe. Für die Form. Es muss nicht so tief gegossen sein. Ich nehme jetzt einfach mal das Material, das ich hier angemischt habe, rein. Ich hoffe, das reicht. Also die Farbe habe ich schon mal angemischt. Sieht cool aus mit dem Weiß. Hier das Schwarze. Auch gut vermischen. Es kann sein, es ist sehr, sehr, sehr schwarz. Ich weiß es nicht. Ich hoffe auf den Effekt, den ich an was anderem ausprobiert habe. Das war ein Restiguss. Dann dachte ich, oh ja. Sowas könntest du nochmal machen und dann hoffen, dass es in der Form auch gut rauskommt. Ob ich glaube, ich habe jetzt zu dick das Schwarz angemischt. Ich hoffe, dass dann hier meine Farben noch durchkommen. Ich weiß es nicht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, einmal abstreifen, nochmal alles gut verrühren. Und in der Hoffnung, dass es dann einheitlich ist. Ohne Schlieren, ohne Streifen. So, das Schwarze auf die Seite. Ach, und es ist ja auch ein Teststück. Wenn es jetzt nicht hundertprozentig ist, ist es egal. Es geht mir jetzt einfach ums Austesten, ob das hier gut funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Ja, die Farbe ist schon schön. Aquamarin. Man hat so seine Lieblingsfarben, habe ich festgestellt. Ich nehme mal die gleichen Farben und ja, oder mischt dann mal ein bisschen was, aber ich möchte auch mal die vorhandenen
alle einmal irgendwie benutzen, wo es passt. Man hat ja schon seine Lieblingsfarben, ob es jetzt eine Grundfarbe, also zum Beispiel Lila generell zum Beispiel ist, oder also einfach die Richtung hat man ja grün, lila oder blau oder rot. Aber ja, ich habe so viele Farben da, ich möchte sie einfach jetzt mal hier nach und nach integrieren. Immer mal wieder was Neues, zwei kombinieren oder so. Bei Blumen kann man das ja gut machen. Wobei, gerade bei Blumen ist es schwierig, weil bei Blau- und Grüntönen ist es oftmals das Problem, dass das Weiß dann stehen bleibt. Das arbeitet nicht weiter, die Blütenblätter schließen sich nicht und das sieht manchmal auch nicht so toll aus. Genau. Also habe ich jetzt für mich festgestellt. Deswegen vermeide ich eher Grün- und Blautöne für Blumen. Zum Aufgießen hinterher okay, zum die Rückseite gestalten. Aber für den Guss selber, für das Reintropfen, finde ich das jetzt für mich nicht so schön. Aber man probiert halt immer aus. Nicht aufgeben, einfach immer weiter ausprobieren. So, jetzt habe ich meine Farben angemischt. Ziehe mir das noch ein bisschen her und hoffe, dass es reicht von der Menge. Und dann föhne ich es einmal kurz über meine Becher drüber. Da sind jetzt noch Bläschen entstanden und dann geht es sofort weiter. Genau, also jetzt geht es weiter. Der Guss an sich ist eigentlich ganz schnell. Das Anmischen, glaube ich, dauert am längsten. Also ich gebe jetzt mal hier ganz mutig das Schwarz außenrum. Ich habe echt das Gefühl, das ist zu kräftig angemischt. Ach, das nervt mich mit den Kringeln. Warum kommen hier mal Kringel? Ich verstehe es nicht. Naja, egal. Dann kringelt sie es halt durch. So. Es ist jetzt ungleichmäßig, wahrscheinlich auch durch die Wellen, die eingebauten, aber es ist egal, macht jetzt gerade bei der Form nichts aus. Wenn ich eine Symmetrie, also eine runde Form ohne das Muster habe, dann wäre es schon schön, wenn es vielleicht gleichmäßig wäre, aber ja, so ist es okay. Jetzt gebe ich hier mal in das Schwarz die Farbe rein. Es kringelt sich auch. So. Huch, da bin ich am Rand entlang geschliffen. So, und jetzt gieße ich das auf. Sehr viele Bläschen noch habe ich entdeckt. Aber es reicht auf jeden Fall, um den Boden einigermaßen zu bedecken. Oh Gott, ich hoffe, das kommt einigermaßen gut raus, weil ich habe schon sehr viel Schwarz außen. So viel wollte ich gar nicht. Okay, alles klar. Dann geht's weiter. Ich habe noch so viel von dem angemischten mit dem Weiß. Gehe ich jetzt auf jeden Fall hier am Rand entlang. Ich kann gar keinen Restguss machen. Ich habe mein klares jetzt verbraucht. Dann verbrauche ich das jetzt auch. Okay, schon passiert. Das war jetzt im Prinzip der Guss. Was ich jetzt mache, ist mal drüber föhnen, weil es sind mega viele Bläschen auf der Oberseite und ich versuche dann meinen Effekt ein bisschen hier anzustoßen, damit sich das alles Richtung Mitte zieht. Also es sieht sehr chaotisch aus, sehr bläsrig, aber ja, gucken wir mal, was der Föhn so zaubern kann. Genau, schaut einfach mal zu. So, es will sich jetzt in der Mitte nicht so richtig schließen. Ich habe beschlossen, dass ich jetzt noch hier von meinem restlichen Weißen einfach hier anfange und eine Blume reinzeichne. In der Mitte sieht man es noch nicht dann, weil da ist ja, das sind ja die Muschelstückchen dazwischen. Aber egal, ich mache das einfach mal so. Ich fahre da mal fort. Wird wahrscheinlich sowieso zu schwer sein. Ich habe es ja richtig kräftig angemischt. Sehr viel Weiß und sehr viel Make-up-Pulver und dann das Resin-Ink noch. Aber aus lauter Verzweiflung, dass ich das hier nicht so richtig bis in die Mitte schließt, trotz Föhn, dachte ich, ich mache hier mal noch so ein Muster rein.
Jetzt, jetzt ist mir was daneben gekleckst. Na super. Egal. Viel sieht man nicht. Wie gesagt, die Muscheln sind jetzt hier noch dazwischen. Hätte ich vielleicht mal lassen sollen mit den Muscheln. Aber ja. Man muss ja experimentieren. Dann weiß man das nächste Mal, ob das gepasst hat oder was anders, ob man was anders ausprobieren muss oder ja, wie auch immer. So, jetzt geht's hier weiter schief. Oh Gott. Okay, also ich denke, das ist jetzt soweit mal okay. Es ploppt nach unten. Bin gespannt, was da rauskommt. Habe ich noch ein bisschen Material aufgebraucht. Das zieht sich schon nach unten. Wie gesagt, hinter den Muscheln sieht man es wahrscheinlich gar nicht. So. Ich föhne es gleich nochmal drüber. Und dann schauen wir mal, wie es dann rauskommt beim Ausformen. Geht ja noch eine Weile. So, ist noch eine Lücke. Genau. Okay, also. Dann mache ich hier trotzdem noch einen Wirbel und bin mal gespannt, ob das was gibt. Auf jeden Fall ist es nicht mehr ganz so leer. Hier hat es gekleckst. Also ich fülle nochmal und dann lasse ich es einfach in Ruhe. Dann freue ich mich mal morgen aufs fröhliche Ausformen. So, Ausformzeit. Ich möchte es zumindest mal versuchen. Ich werde dann hier das mal hier drauflegen. Und dann eventuell noch eine Schale geben. Wow, cool. Gerade mal in Ruhe anschauen. Es ist ein bisschen schwierig zum Einfangen. Ich glaube, ich filme gleich nochmal drüber. Es ist echt schwierig, das einzufangen. Hier habe ich einen tollen Craggle-Effekt am Rand. Mega Web-Effekt in der Mitte. Das sollte meine Blume sein. Sieht ja wirklich cool aus. Ihr seht ja diese Falten auf der Oberseite. Sind ja richtig, richtig cool. Ich habe nicht gewusst, ob man das Muster sieht oder wie das sein wird. Ich versuche jetzt einfach mal hier gleich drüber zu filmen. Ich euch mal hier mit runter. Oh Gott, sorry. Es hatte gerade unterbrochen. Seht ihr diesen Craggle-Effekt außen? Dann der Web-Effekt in der Mitte. Schon mega. Wow. Dann mein versuchter Blumen. Und alles in allem finde ich es echt cool. Das gefällt mir richtig gut. Mal was anderes. Vor allem mit dieser Oberfläche. Diese geriffelte Oberfläche. Mega. Ganz, ganz cool. Oh, das gefällt mir. Lasst mal eure Kommentare da, wie es euch gefällt. Das ist mal jetzt ein anderer Versuch. Ich dachte, vielleicht kann man es gar nicht richtig erkennen, aber auf jeden Fall ist es mir gelungen. Bin total zufrieden. Genau. Dann schauen wir mal, was beim nächsten Video passiert. Bleibt gespannt und ich freue mich auf euch. Bis dann. Tschüss.